Venezuela steht heute am 6. April 2019, fast auf den Tag genau 17 Jahre nach dem Putsch vom 11. April 2002 und 6 Jahre nach dem Tod von Präsident Hugo Rafael Chavez Frias, erneut im Fadenkreuz der imperialistischen US-Ölmacht. Als meine irischen Kollegen damals filmten und ich mit Präsident Chavez die Frage diskutierte, wieso es möglich war, dass von einer nahegelegenen Brücke offensichtlich seine Anhänger auf die Menge von oppositionellen Demonstranten schossen, was er umgehend bestritt, sah es für einen Moment so aus, als sei das revolutionäre Projekt des Bolivarianismus, welches damals noch nicht offen als sozialistisch bezeichnet wurde, gescheitert. Erst eine Untersuchung Monate später konnte zweifelsfrei beweisen, dass die Toten unter der Brücke nicht von Pistolenkugeln von Chavistas stammen konnten, weil deren Reichweite einfach zu kurz war, sondern dass es sich um Scharfschützen in einem dahintergelegenen Hochhaus gehandelt hatte, deren Identität nicht zweifelsfrei belegt werden kann. Aber Zeugen sagten aus, sie hätten Englisch mit US-amerikanischem Zungenschlag vernommen. Es sollte mithilfe dieser False Flag berichtet werden können, dass dieser gemeine linksnationalistische Präsident einfach auf friedliche Demonstranten habe schießen lassen. Die Rechtfertigung für den Putsch und die internationale Ächtung stand somit fest. Dass der Putsch nach 2 Tagen zusammenbrach, lag einzig daran, dass über 8 Millionen Menschen überall im Lande für Hugo Chavez auf die Straßen gingen und sich nicht damit abfinden wollten, dass das Rad der Geschichte so einfach wieder zurückgedreht werden sollte. Als Präsident eines Landes wie Venezuela muss man entweder die Wirtschaft, das Militär oder die Bevölkerung auf seiner Seite haben. Hugo Chavez, obwohl selber Fallschirmspringer, hatte die oppositionell dominierte Mittel- und Oberschicht, die ihn bei der Wahl 1999 noch halbherzig unterstützt hatte, weil sie ihn bloß für einen Sozialdemokraten hielten, der ihn nicht weiter ernsthaft ans Leder wollte, aber ein paar Wohltaten an die verarmten 80% der Bevölkerung verteilen wollte, damit verschreckt, dass er über 10.000 leitende Angestellte der staatlichen Ölfirma PDVSA mit einem Handstreich einfach feuerte, als ruchbar geworden war, dass diese sich die Taschen mithilfe eines korrupten Transferpricing-Systems füllten, indem sie einem Familienmitglied, welches eine Briefkastenfirma in Panama betrieb, venezolanische Ölverträge zu 30% Rabatt zuschanzten und diese auf dem Weltmarkt zum offiziellen Preis weiterveröferte. Chavez' Gegenkandidat bei der Wahl 1999, Enrique Salsas Römer, ein Golfpartner von US-Präsident George Herbert Walker Bush, gab mir gegenüber freimütig zu, dass seine Klasse es Chavez übel genommen habe, wie er mit ihnen umgesprungen sei. Immerhin hätten doch jene Ölmanager, die er später feuern würde, ihm sogar $500.000 für den Wahlkampf gespendet. Seit dieser Zeit und besonders nach dem gescheiterten Putsch vom April 2002 ist das Tischtuch in Venezuela zerschnitten und Chavez agierte fortan offen sozialistisch, was abgefedert durch hohe Ölpreise gut funktionierte. Es störte zwar, dass die Mittelschicht die Privatwirtschaft dominierte, aber man hatte sich ja fast arrangiert, als der verfallende Ölpreis und schließlich der plötzliche und frühe Tod von Hugo Chavez der Opposition in die Hände spielte. Morgenluft wurde gewittert, als die Chavistas im Parlament die Mehrheit verloren. Nachfolger Maduro hatte es dreifach schwer, in die Fußstapfen von Hugo Chavez zu treten, weil er weniger charismatisch erschien, dafür stur und wenig kompetent. Was aber schwer auszumachen ist, da etliche seiner Entscheidungen von der Opposition zu verantworten sind, da diese bewusst die Privatwirtschaft zum Beispiel beim Import wichtiger Medikamente und von Lebensmitteln zur Sabotage drängen konnte, damit bewusst Engpässe entstehen, die dann der Regierung angelastet werden. Dann kamen auch noch die Sanktionen der USA dazu, die sogar Geldüberweisungen durch Western Union stark limitierten, sodass viele Venezolaner keine Devisen mehr bekommen konnten. Die Strategie ging trotzdem nicht auf, weil die von Chavez stets auf solche Szenarien vorbereitete Bevölkerung das Spiel durchschaut hat und sich andersweitig mit Solidarität den Mangel verwaltet. Die verzweifelte Opposition greift seitdem immer öfter zu gewaltsamen Provokationen, zuletzt bei Demonstrationen des selbsternannten Interimspräsidenten Guaido,
der inzwischen sogar im Oppositionslager als Witzfigur gesehen wird. US-Präsident Trump erkannte ihn an. SPD-Bundesaußenminister Heiko Maas übte diensteifrig den transatlantischen Schulterschluss, obwohl man ja sonst per se Trump für einen außenpolitischen Hasardeur hält, weil er die Truppen aus Afghanistan und Syrien abziehen will, und schickte sogar den deutschen Botschafter als Geleitschutz für Guaido.